Also, wenn das nicht mal ein schöner Schlafplatz gewesen ist. Oi, und das Wetter noch dazu. Ein Traum. Das da hinten ist natürlich nicht so schön, aber das haben wir zum Glück nicht gesehen. Wir waren auf der anderen Seite vom Ufer. Ja, auch heute schauen wir uns wieder viele Sachen an. An der ersten Station sind wir schon. Hier ist die Röse. Das ist ein Grabfeld mit Schiffssetzung. Und über Häuser, Grundriss quasi. Das hier sind wahrscheinlich die Reste von den Mauern, von den Häusern. Die da hinten sieht aus wie neu, für Tiere. Und hier hinten ist, glaube ich, die Schiffssetzung. Ist halt schon ziemlich zerstört. Noch nicht mal 1 Kilometer entfernt steht hier im Industriegebiet oder Wohngebiet eine Schiffssetzung. Das ist doch eine, oder? Das sind, glaube ich, mal Steine. Ja. Hier sind wir gerade in Domalunden. Wir fahren dann auch noch hoch nach Fadö. Machen heute noch ein bisschen Geiere hier überall. So, gucken wir mal. Das sind 5, 6 Schiffssetzungen gewesen. Hier ist noch eine Röse. Und hier hinten steht noch ein einzelnes. Aber auch nicht mehr vollständig. Das ist das Hügelgrab, aber da gibt es keinen Weg hin. Und hier liegt ein Näpfchenstein, Schildchenstein. Angeblich, wenn man drauf klopft, klingt es hohl. Und hier vorne stand auch dran, dass hier 2 Schlachten im Mittelalter stattgefunden haben. Das ist nochmal ein Schildchen. Riesig. Sowas versucht reinzugravieren, aber ich denke mal, das ist neuere Zeit. Ein Y oder ein X, ein P oder gleich darum R. Und jetzt machen wir den Test, ob er auch wirklich hohl klingt. Das ist es, glaube ich, nicht, aber bei der Kirche muss was sein. Bildstein oder Runstein? Mal gucken. Bis jetzt finde ich bloß ein paar alte Grabsteine, wo man eigentlich auch nichts mehr erkennt. Hier schon. Und da haben wir so einen alten Wehrturm, der bei der Kirche steht. Ja, die Sachen sind in der Kirche. Das ist ein Bildstein aus dem 3. und 4. Jahrhundert. Und hier haben wir noch einen Runstein aus dem 14. Jahrhundert. Mit Malteserkreuz in der Mitte. Auf der Tafel haben sie sogar Tacitus oder Tacitus erwähnt. Das war ein römischer Geschichtsschreiber, wie die Boote beschaffen waren im 1. Jahrhundert nach der Zeitrechnung.
Hier kennt man es halt mal ein bisschen besser. Ein paar Ornamente. Ja, wir haben schon wieder was. Eben sind wir Hauptstraße gefahren zu der Insel, also Richtung Insel. Das hat keinen Spaß gemacht. Das erste Mal richtig viel Verkehr gehabt. Okay. Ja, ich glaube, ein Grabhügel und noch ein paar andere Sachen müssten hier sein. Diesmal ein sehr außergewöhnliches Grab. Diese Art haben wir es noch gar nicht gesehen. Es ist schon fast aufgebaut wie ein Turm. Drumherum sogar noch eine Mauer. Als Wehr. Und auch mit einer richtigen Grabkammer. Ich denke mal, das ist sie. Hat für mich irgendwie einen südländischen Charakter. Gerade hier mit den Mauern. Die anderen waren ja einfach bloß überlagerte Steine, die sie gefunden haben in der Gegend, aber hier. Da ist sogar noch ein Nest. Hier auch eine ganz komische Struktur von dem Felsgestein hier. Das könnte hier eigentlich auch natürlich sein, aber da habe ich gerade hier eine gesehen. Wo ist sie? Hier? Das ist eine Linie. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Nee, eigentlich nicht. Ja, und irgendwie erinnert mich das schon ein bisschen an die Feuertempel von Korsika. Die müssten auch bronzezeitlich gewesen sein. Hier steht halt bloß dazu, dass es eine Steinkiste ist. Aber die Steinkisten haben sie ja auch in der Endzeit von der Jungsteinzeit genutzt. Das muss aber jetzt hier nicht der Fall sein. Ich denke mal, die gehört zu dem Kontext von dem Grab. Weiß nicht, was es ist. Leuchtfeuer. Auf jeden Fall kommt jetzt hier wieder ein besonders schöner Gaukastein. Da ist er doch schon. So ein Durchgang. Da gehen wir auch nochmal hin. Ja, jetzt suchen wir uns auch gleich einen Schlafplatz. Ja, die Schlafplatzsuche war heute ein bisschen schwierig. Oder länger. Wir wissen noch nicht mal, ob wir es jetzt endlich geschafft haben. Irgendwie sind wir auch verwöhnt. Wir waren vorhin schon am Wasser. Ah, das war eine Kuhweide und eine Schafweide. Da war wirklich alles voll geschissen. Das hat richtig schon nach Ammoniak gerochen. Da wollten wir nicht bleiben. Dann haben wir nochmal versucht, ans Wasser zu kommen. Da war halt nur Schilf. Da bist du überhaupt nicht ans Wasser richtig rangekommen. Und jetzt sind wir hierher gefahren. Das ist auch wieder so ein Hütewald, wo auch die Viecher frei rumlaufen. Aber naja. Unten ist Wasser. Da ist noch ein Steg, wo wir vielleicht reinkommen. Müssen wir mal gucken. Ein paar Schiffshäuser, Bootshäuser. Und ich habe Hunger. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige.
Erstmal gucken, ob das überhaupt klappt hier unten. Bevor wir die Insel besuchen, machen wir hier nochmal einen Abstecher. In Bung, oder wie das heißt, das ist das Bung-Museum. Und hier ist alles von der Bronzezeit, Steinzeit bis in die Bauernzeit. Hier haben sie mal eine Schiffssetzung rekonstruiert und ein Radkreuzgrab, wie es da steht, aus der Eisenzeit. Und noch andere Gräber vor. Das hier soll ein Original-Wetzstein sein für Schwerte. Habe ich bis jetzt auch noch nicht so gesehen. Ja, haben sie alle möglichen Grabformen, die sie gefunden gehabt haben, rekonstruiert. Das dürfte so eine Steinkiste sein, die wir sie gestern gesehen haben. Hier ein paar Bauernhäuser. Man da? Nee. Ups, da geht's rein. Das muss jemand auch offiziell 120 Kronen gekostet pro Person. Alles sehr niedrig. So ist es angerichtet. Hier auch wieder das Zirkelornament. Gestielte Karotte. Was ist das? Waschküche. Also der Hof, der war aus dem 17. Jahrhundert und das ist jetzt einer aus dem 18. Jahrhundert.
Hier kann man synchron gucken. Auch nicht schlecht. Stallgebäude. Sieht wie so ein Nietenabband aus. Mit 300 der Nägeln. Auch nochmal ein Stall. Oh, schöne alte Kutschen. Ja, nochmal. Was ist das? Getreidemühle. Eine ganz kleine Mühle. Die ist schon etwas größer. Eine Sägemühle, wie es aussieht. Das ist eine Bootsmannhütte. Das waren so ungefähr die, ja nicht Knechte, aber die Leibeigenen von den Bauern hier. Und die mussten denen ein Häuschen zur Verfügung stellen, wenn sie wirklich gearbeitet haben. Und hier haben wir einen Bauernhof aus dem 19. Jahrhundert. Gehen wir nochmal ins Hauptgebäude. Da, wo die feinen Herren gewohnt haben. Und die Werkstatt. Weil die Bauern mussten noch ein Nebengewerbe machen. Und er hier hat halt eine Bücherei gehabt. Auch irgendeine Mühle. Genau, verschiedene Wassermühlen. Aber so viele Geistflüsse habe ich jetzt hier gar nicht gesehen auf Gutland. Die Sägemühle haben es doch aus dem Spiel Skyrim rausgeklaut.
Kopf reinziehen. Hier noch eine Schmiede. Noch eine ganz einfache Hütte. Kleiner Kamin. Das soll der Abzug sein. Hier kommt natürlich das Interessanteste. Vier Bildsteine. Er ist noch richtig schön gut erhalten. Bei ihm soll es um die Sage von Hild gehen, einer bösen Frau, die auch in der Edda beschrieben ist. Der ist aber auch, glaube ich, in fast jedem Wikingerbuch abgebildet. Hier sieht man den Wallknoten, Odinsknoten, sind drei verflochtene Dreiecke. Schiff, Flieger, Kriegshandlung, Pferd und auch ein schönes Ornament drumherum. Und noch ein Boot, was angeblich nicht der Sage dazugehört. Bei ihm erkennt man gar nichts mehr. Deswegen heißen die nicht Bildsteine, sondern Blindsteine. Bei ihm erkennt man auch nicht mehr ganz so viel. Drumherum wieder schön Ornament. Unten auch wieder das Schiff. Man sieht aber nur noch Segel. Hier kann man noch weiter erkennen. Weiß nicht, Walküre vielleicht, die Smeton reicht. Na ja, oben erkenne ich so schnell nicht. Doch, da oben ist noch ein Pferd. Und gegenüber auch nochmal eine Person. Ja, ich muss mich schämen. Hier auf der Beschreibung steht, jetzt erkenne ich es auch ein bisschen, quasi wie Odin Ötgrir den Skalden mit klaut. Und er fliegt hier als Adlergestalt, das sind die Flügel. Das sind die Beine, die menschlichen Füße, zurück nach Asgard. Und das hier soll wahrscheinlich von Suttung die Tochter sein, Gunnlöd, die Odin auch mitreicht. Und das soll Suttung sein. Hier unten habe ich einigermaßen richtig gedeutet. Und das Schiff sowieso. Und auf dem letzten erkennt man wieder fast gar nichts. Nur noch die Fragmente vom Segel. Gleich dahinter ist nochmal ein Domarring nachgebildet. Auf ihm hier erkenne ich auch wieder nichts. Und hier haben wir noch einen schönen Runenstein.
Jetzt geht's von der Insel auf die Insel. Nach Farö. Vielleicht haben wir sogar jetzt Glück und können gleich mit drauf. So, jetzt sind wir auf Farö. Da gibt es auch wieder ganz viele Raukersteine, oben, glaube ich, an der nördlichen Seite. Da fahren wir natürlich auch hin. Hier noch eine schöne alte Mühle. Die Fähre ist auch kostenlos. Du brauchst nichts zu bezahlen. Das ist quasi wie eine Straße. Ich habe jetzt auch mal auf die Karte geguckt. Ich glaube, wir schauen uns auch gar nicht so viel an hier auf der kleinen Insel. Wir werden sie einfach bloß umrunden und genießen die Landschaft, das Wetter, vielleicht den Strand. Die Raukerfelsen sind dabei und noch zwei andere Punkte. Ich weiß jetzt aber nicht was. Ist ja auch egal. Ist ja wunderschön hier. Braucht man eigentlich auch gar nichts anderes. Und gesehen haben wir ja die letzten Tage wirklich mehr als genug. Ja, und hier ist es auch schön. Und vorhin standen die Häuser im Museumsdorf und hier stehen die Originalen. Also die Sachen, die ausgeschildert sind, schauen wir uns schon an. Hätte es uns interessiert natürlich. Aber da steht hier wieder ein altes Häuschen. Da ist irgendwas eingezäunt und Bank davor, da gucken wir doch mal. Nee, ich mache mal eine kleine Pause. Ja, hier liegt schon überall Schafscheiße rum. Waren auch eben welche rumgelaufen. Vielleicht ist es den hier Stall. Das sind die Schafe. Oh, war ich jetzt erschrocken. Alles klar bei euch. Haben wir euch gestört? Ja, da vorne ist ein Schild. Ja, die Ställe stehen hier öfters umher. Hier fahren wir direkt auch mal hin. Wäre doch schon eine wunderschöne Stelle zum Schlafen. Ui. Ach, das ist schön hier. Und wir sind schon wieder abgebogen. Da stand eben was mit Klippen, Felsvorsprung. Ein bronzezeitliches Grab soll hier sein auch noch. Aber nicht ganz so groß. Das sind die Klippen. Ja, ist ziemlich klein, das Grab. Aber mit oben auf dem Plateau. Wir sind heute mal ein bisschen früher auf Schlafplatz zu, falls wir nichts finden. Und hier steht auch was. Ui, der Weg ist natürlich ein Wanderweg. Da machen wir mal Halt. Ach, reinkommen tust du nicht mehr. Ist zugeschüttet. Aber ich denke mal, wenn wir hier weiterfahren, wird irgendwas schöner zum Schlafen. Ich könnte nur schon hier. Ja, wir suchen weiter. Es war zwar nicht schlecht dort, auch flache Wiese, sag ich mal, wo du auch die
Hering reingekriegt hättest, aber das Wasser war bäh. Deswegen fahren wir einfach weiter. Wir brauchen ja das Wasser zum Aufwaschen und uns selber nochmal zum Waschen. Jetzt geht es so Richtung Nordosten bis hoch an die Insel. Ja, wir haben unseren Platz, glaube ich, gefunden. Sind zwar ein paar Leute hier, also ein paar Autos stehen hier oben, aber das ist nicht weiter schlimm. Der eine hat mir sogar gesagt, wo wir am besten schlafen können, hier hinten, da wäre es schön flach. Da vorne ist nur Sand, das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt dahin und dann kochen oder erst Wasser, mal schauen. Auf jeden Fall ist es hier wunderschön. Alles andere wären bloß komische Alternativen gewesen. Das war auch schön, aber das hier ist perfekt. Ein Traum.